Herzlich willkommen, hier ist Iran, hier ist die Blutwüste. Bitte sprich Deutsch. Und danke. Danke. Und ich wünsche Ihnen alles gut und haben gute Erfahrung hier. Ich denke, das ist ein historischer Ultramarathon in Iran. Really just believe in inequality between men and women and want to show that through sport. This is the first race of Extreme Races organization. It took 8 months to be prepared for this. I can tell you that the interest of media for the race went up and up and up. Leute, Länder, Kultur, Landschaften, Abenteuer. Die heißeste Wüste der Welt. It's an incredible place to run through. I do this not only for protest, I do this for peace. Die letzten Tage hat es noch geschneit und gegraupelt. Wir machen uns auf den Weg in den Iran, in die Lutwüste, den heißesten Ort der Welt. Letztes Jahr Weltrekordtemperatur 70,7 Grad. Wir gehen zu einem Rennen über 250 Kilometer. Der schwerste Teil ist quasi hinter uns, weil die Verabschiedung von meiner kleinen Tochter. Ich heule einmal Rotz und Wasser und jetzt geht's los, ab in die Wüste. Cheers! Guter Bauch, ne? Nachdem wir uns die Nacht in Teheran um die Ohren gehauen haben, sind wir jetzt in Kerman angekommen. Heute noch mal ein bisschen über den Basar laufen, die Sachen einkaufen, die ich vergessen habe. Zum Beispiel Käse liegt noch bei meiner Frau im Kühlschrank. Ist das gut? Sag mal. Ist gut, ne? Sehr gut, sehr gut. Für Mara. Mara. Heute Abend treffen wir die ganzen Läufer, die jetzt auch aus den verschiedenen Flugzeugen aus aller Welt angekommen sind. Das wird ein großes Bohai und ein großes wie Schulausflug, Freunde treffen. I can tell you that the interest of media for the race went up and up and up during time. So many magazines or many channels, video channels and the broadcasting news channels are really interested in. It's incredible. Well, for first, I was just checking to organize a race, and I checked many places. I didn't know a lot about Iran, and what I knew was wrong. What is the most important thing is that this desert is incredible. Every day, every 50 km, the desert is different, with different situation, with different view, with different panorama. It was fantastic. It is for me, when I arrived here the first day, I couldn't stay without running, you know? So we decided to do this, and it's done. Der Tag vom Rennen ist immer Packtag. Das Zeug für eine Woche muss in den Rucksack. Da muss man sich dann schon genau überlegen, was man braucht und was nicht. Und vor allem darf man nichts vergessen, weil in der Wüste gibt es ja auch nichts zu kaufen. Es ist gepackt. Ich habe alles. Ich habe es geschafft. Es ist alles drin. Sogar der da. Baby King
kommt gerade morgens über die Straße, geht spazieren, kommt ein Rolls-Royce vorbei, sitzt die Queen drin, looking tired, coming from a party, and she said, aren't you BB King? Ich meine, das ist mit Orchester und mit den Crusaders, das groovt wie die Sound. And I thought about it, and this is what I said. You better not look down. You better not look down. Ist das geil. Morgen geht's los. Ich freue mich. Check-in, mandatory equipment, Pflichtausrüstung wird überprüft. Running shoes. Running I do this because of my country. I do this not only for protest, I do this for peace. Because I believe to friendship without no border. I believe to humanity. I believe to happiness. Marathon bring for our country happiness. I try to speak with our sports government and authorities about the women participate in this race. But they say me after this race, the woman can participate. The race is in the hottest place of this world. And you honor us to participate to this festival. Ja, lebst dein Zeug, du. Und wir packen unser Zeug und dann werden wir einige Stunden rausfahren in die Lootwüste von hier aus und noch einmal schlafen, bevor es dann um 8 Uhr am nächsten Morgen losgeht für die nächste Woche. Viele, viele Kilometer in der schönen, heißen Wüste in Loot laufen. Super Wetter. Jetzt machst du hier Wüstenrennen und es regnet, oder was? Ja, ich habe mich ja mit Aquajogging vorbereitet. Ich sehe, da ist irgendwie kein Problem drin. Das Knie war ja nicht so in Ordnung. Ich hatte eine Menge Aquajogging, aber da war nicht so viel Wind hier. Also gefühlt sind es jetzt gerade 12 Grad und das regnet. Das ist keine Ahnung. Je aufgeregter ich bin, desto ruhiger werde ich nach außen hin und auch ein bisschen nach innen. Manchmal sogar richtig müde. Also der Tag vorm Start bin ich meistens total müde. Und dann, wenn es am nächsten Morgen um 8 Uhr losgeht, dann explodiere ich. Hoffentlich. Meistens. Also, wäre schön. Also morgen geht's los. Raus in die Wüste. Ah, hier ist was los. Ich wollte eigentlich ein bisschen schlafen, nach etwas schlaflosen Nächten, haben 6 Stunden Busfahrt. Aber hier geht's rund. Weißt du, irgendwie der Kölner Karneval ist ein Rentnertreff am Sonntagnachmittag zum Bingo spielen. Hier ist echt arabische, iranisch-persische Party im Bus.
1 hour that we spent in the villages was a holiday for them. So they asked me to remain there for 10 days because, so they could have some fun and some, good time. It was fantastic. Also, the first day when we were in Shaddad, all the people waiting for us, and every time that we met people, it was incredible. I think it's not about the men and women together in the race. Maybe it's also better, because it's, you know, if in this we must go step by step. But for the other, the Iranian people are very happy to have the race here. Maybe this is the most important event in Iran. It was incredible for us, the Extreme Races organization, to be a part of this. Du kommst mit dem Bus ins Dorf rein, die Kinder stehen da, die Erwachsenen, der Bürgermeister natürlich, shake hands, es wird getrommelt, es wird alles Mögliche gemacht. Das sind die Momente, wo das Ganze noch eine andere Dimension kriegt. Ich sagte, du kriegst da hinten am Rücken eine Gänsehaut, weil es einfach so schön ist. Das bleibt dir in Erinnerung. Du kommst nach Hause und erzählst diese Geschichten. Das war echt herrlich und ich war wirklich gerührt. Und ich habe im Bus gesessen und dachte noch, wenn ich jetzt nicht so aufgeregt wäre, dass es gleich losgeht und auf der anderen Seite müde vom Reisen, würde ich jetzt im Bus echt eine kleine Träne verdrücken, weil es so rührend war. Nach 7000 Kilometern, 2 Tagen Reisen und heute nochmal 5 Stunden Busfahren sind wir in der Wüste angekommen. In der Lutwüste, letztes Jahr der heißeste Ort der Welt mit 70,7 Grad. Gemessen, Weltrekord amtlich. Wir sind beim ISRU. Das ISRU ist das Iranian Silk Road Ultramarathon Rennen, das entlang der alten persischen Seidenstraße. Wir sind ca. 30 Läufer aus der ganzen Welt bei dieser Erstausgabe des Rennens. Ich habe mich entschieden, die 100-Meilen-Variante zu machen, 160 Kilometer ist besser. Vor 8 Wochen war ich noch in Sri Lanka, habe da ein wunderbares Rennen gehabt, 3. Platz gemacht, alles gut, aber leider auch das Knie ein bisschen ramponiert. Das ist noch nicht wieder ganz heile geworden und deswegen ist die Entscheidung, die 100 Meilen zu machen, anstatt der 250 Kilometer Variante, ist die richtige. Gesundheit geht vor, fällt mir schwer, fällt mir wirklich schwer, aber ist richtig. Manchmal muss man auch was Richtiges machen. Heute noch einmal schlafen in der Karawanserei, in schönen alten Lehmbauten, in denen wir jetzt hier untergebracht sind. Und dann werden wir um 8 Uhr morgen früh starten. You can stay at CP more than 10 minutes, okay? Only if you have a big problem, an important problem, you can stay more. Eigenes Hospital dabei, genial. Sicherheit ist wichtig, kann so viel passieren. Schlangen, Skorpione, gebrochene Beine, verirrte Läufer, die einen Tag lang nicht gefunden sind, vollkommen dehydriert sind. Dann steht immer der Nierenschaden im Raum und wir haben echt ein halbes Krankenhaus dabei. Das ist schon sehr beruhigend. For me, it's the adventure. It's running in this strange area. For me, it's the first race. Ready for a race? I'm ready. Great! How do we stay here? That way, Mohamed. That way.
Ready, remember to drink. Yalla, yalla! Raphael, was passiert? Meine Flasche ist verloren gegangen. Das heißt, ich habe jetzt nur noch eine. Ich muss jetzt so eine kleine mitnehmen. Das ist eigentlich das, was ich will. Probleme entstehen, die muss man dann halt lösen. Yalla, yalla! I used to swim for my country when I was younger, and then I was swimming. So I moved into triathlon, lots of biking and running. I have problems deciding which sport is my favorite. So it's triathlon and running. I do a lot of triathlon, and I'm slowly moving into multi-day running because I love it. It's a great way to see places you wouldn't normally get to go to. Musik läuft. Go. Läuft immer noch BB King aus dem Hotelzimmer. Kann gut werden. So. Let's go! Yalla, yalla! Great job! Do you need to rest? Do you need to rest? No, you can have my seat. No, I'm good. Okay? Yeah. You drink? You too? You okay? Not the hot one. Huh? My music. Nice, you look very nice. Start just a second. Ich mag eigentlich gerne die kleinen Vorstellungen, also nicht viele Teilnehmer, wie jetzt Wiesnmarathon Beispiel, es ist über 1000 Teilnehmer, es ist zu viel und ich mag gerne, wenn es ist so eine kleine Gruppe und so durch die Wüste. Das, was passiert, was nicht passieren soll. Ein iranischer Läufer ist draußen kollabiert. Ich habe ihm all mein Wasser gegeben, all meine Salztabletten, bin mit ihm gegangen. Und jetzt war halt die Entscheidung, bleibe ich bei ihm. Wenn er kollabiert, ist keiner in der Nähe. Oder renne ich halt hier vor ins Ziel mit Karacho und Arsch und Krach und sage denen Bescheid, damit die rausfahren und den einsammeln, den Wasser geben. Paolo stopped him. Told me Paolo. But Vahidi, crazy or not, I don't know. So nothing happened bad, but we should have an eye on him on the next days. Come on, crazy hero. You okay? Alles klar. Slowly. Wenn es nicht mehr geht, ist ein Rennen auch vorbei, das ist ganz klar, das kann passieren. Das ist ein Abenteuer, das ist ein Riesenrennen, ob du 160 oder 250 Kilometer in der Wüste rennst. Man kann es nicht planen. Es ist gut, wenn man einen Plan hat. Man muss jederzeit bereit sein, den in die Tonne zu kloppen und was Neues draus zu machen. Es ist immer ein Extremlauf und Extremläufe beinhalten, dass irgendwas schief geht. Thank you.
for me, it was more about the chance to run in Iran. I wouldn't normally think to just visit Iran on holiday, especially with the problems with the sanctions. But some of them have now been lifted and things are starting to change. So I got an email, there's a race in Iran, what do you think? Yes. Ich denke, dass diese Race hat auch ein Vorteil, weil diese Wüste ist neu für viele Läufer und sehr extrem da zu laufen. Ich habe immer sehr gerne Herausforderungen gehabt, beruflich, aber natürlich auch privat, sei es mit der Familie, aber sei es auch eben eine Sache, die mich ganz besonders interessiert, wo ich wirklich eine Leidenschaft entwickeln kann. Und das war seit jeher das Laufen. Und über Marathon gekommen, in andere Regionen ausgestreut, im Wüsten, im Eis, im Norden und auch im Dschungel voriges Jahr. Das macht mir so großen Spaß. Eigentlich ist bei mir das Abenteuer fast ein bisschen mehr noch im Vordergrund, das Reisen in Verbindung mit Sport natürlich perfekt. We have to go to the finish. We're still not there. What we do is we aim to support women and girls in providing access to sports in countries where they might not otherwise have an opportunity. And Iran is a new country for us. We've started working with Masa as a free to run ambassador. And it's just been amazing to see what she's been able to accomplish in this country. And I see so many similarities between what we're doing in Afghanistan, for example, helping women and girls gain access to the outdoors, access to public spaces in different ways that they might not have been able to access before. And now Masa's done it here in Iran. It is not for me for walking for a very long time because I think about the final point. I think about the many social things maybe happening after this for my social. It's a great way of promoting equality in other areas of life. If you start with sport, it's really quite a powerful tool. So we have a female runner running on this race. This is the first mixed gender event, sporting event in Iran in the last 38 years since the revolution. So it's really, really quite incredible for Iran. And so we have Masa. I've been coaching her for the last 3 to 4 months. We didn't have much time because it was quite difficult to find women who were willing to do this race, funnily enough. Erster Tag, fertig. War alles dabei. Wie soll man sagen? Düsentriebwerk, Flugzeug, du stehst dahinter und läufst auf das Triebwerk zu. Wir haben Wind von vorne, wir haben gemessene 45 Grad heute gehabt, aber soll ja noch wärmer werden. Und du läufst echt in einen riesen Föhn rein oder hinterm Triebwerk her. Ortstermin im Triebwerk, Ortstermin in der Sauna. Nur, dass alle 15 Minuten deine Gesprächspartner raus dürfen und der Bademeister auch. Und das nächste Team kommt rein. Und du bist der Einzige, der nicht raus darf. 2 Stunden lang. So war das heute. Und jetzt gehe ich was essen, weil echt Kohldampf und Durst. You ready, guys? Yes. Wir haben Sandsturm, wir sind jetzt mal gerade ein Stück mit dem Auto unterwegs zum ersten Checkpoint, werden dort starten. Ich liebe diese alten Dinger hier, das ist ein alter Nissan Petrol. Und genau so einer hat mich in der Sahara vor 2 Jahren mal gerettet. Da war ich nachts verloren gegangen auf einem 260 Kilometer Nonstop-Rennen. Hatte mich nachts verlaufen. Und stand dann da für ein paar Stunden alleine in der Wüste rum. Und irgendwann kamen ein paar Beduinen und haben mich abgeholt. Also wir sind auf dem Weg. We'll be right back.
Das ist ja für mich auch ein besonderes Rennen. Ich hatte mich da irrsinnig lange drauf gefreut. Letztes Jahr im September habe ich für mich beschlossen, dass ich hier hin will. War mit Paolo in Kontakt und habe angefangen zu trainieren. Und dann ist vor 10 Wochen was passiert. Tja, ist doch schwer. Wir haben Anfang Februar erfahren, dass unser Kind Mara, unsere Tochter, einen Gendefekt hat, der sie sehr einschränkt. Sie wird also nie unbetreut eine Schule besuchen können und viele andere Dinge nicht. Und als ich dann nach dem Termin im Genetischen Institut mittags Mara im Kindergarten abgeholt habe, habe ich das halt unserer Leiterin im Kindergarten erzählt. Und das war sehr tränenreich und die hat mich dann so zur Seite gezogen und hat gesagt, sie findet es gut, dass Mara bei uns gelandet ist und sie wird ihren Weg machen. Das ist gut, dass Sonja das sagt. Als Vater oder als Mutter hast du da noch einen anderen Aspekt. Du musst dich einfach, man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, die wird schon ihren Weg machen. Das kannst du als Vater nicht bringen. Aber was sie gesagt hat, war gut. Und das ist auch so das, was ich will, wenn ich eines Tages dann so ganz am Ende zurückblicke, dass ich sage, es war gut, dass Mara zu uns gekommen ist, dass wir alles, was uns möglich ist, gegeben haben, damit die Dinge so gut werden, wie sie gut sein können. Und das betrifft den Umgang mit der Tochter, das betrifft auch den Umgang mit Behörden und Institutionen und Therapeuten und so. Und das ist aber auch der Umgang mit sich selber, dass man selber guckt, dass man glücklich ist. Man muss ja irgendwie Glück auch vorleben, man kann ja nicht nur drüber reden, das muss ja irgendwo herkommen. Entweder heul ich, ich lache, ich tanze, meiste Zeit laufe ich. Aber das ist dann so das volle Glück. Das ist ja eh alles Drama hier. Aber ich behaupte ja immer, das wäre alles total schön. Aber zwischendurch hast du so 10 Minuten, da stehst du ja irgendwo heute. Ich muss gleich kotzen. Und denkst, du lügst doch die ganze Zeit, Fuchsgruber, du lügst die ganze Zeit. Du sagst, das wäre nur schön, eine Woche nur schön. Das sind die 10 Minuten, wo ich sage, ich habe mir Fuchsgruber gestern gelogen. Aber das sind Krisen. Und in Krisen ist das so, damit geht man um. Und bei Krisen, deswegen heißt das Ding Krise, ich kann es jetzt nicht übersetzen aus dem Griechischen oder Lateinischen, aber das ist ein Zustand, der vorbeigeht. Tag 2 wurde die Landschaft immer interessanter. Es sieht aus wie Grand Canyon in klein oder wie in Jordanien. Wadi al-Rum, da wurde ja mal Lawrence von Arabien als Film gedreht und Hollywood weiß ja schon, was gut ist. Das ist, glaube ich, mein zwölftes Wüstenrennen. Schon viel gelaufen, aber das ist eins der 3 schönsten Rennen, die ich je gemacht habe in Libyen. Das Rennen gibt es im Moment verständlicherweise nicht. Und das in Jordanien und dann hier das. Das ist schon so dermaßen beeindruckend. Wow, perfekt.
Fahrt, also Wahnsinn. Noch 9 Kilometer, oh mein Mama Mia. Yeah, we love life. Cheers! Here's to a good race and very nice people. The Iranians, their hospitality, perfect, 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 perfect. It's the moment you quit, the moment you stop. Yes. That you feel absolutely... I didn't expect... there's not 9 kilometers from the checkpoint anymore. No, it is 4. The road book is not updated, it is 4. Because they told me 9K, so I was like... I'm really cool. I didn't expect to see anyone here. Everyone. I need to drill this one, man. Poi mi lavo gli sfidi. Probably the toughest race I've been in. It's the toughest race. Yesterday was horrible. Today it was much better. Thanks God for everything. And appreciate the cold water as it should be champagne. The last day. I talked to my wife 2 days ago and it was snowing 50 centimeters. Oh, and here I am. How can I explain? It's a tough place. Das Gänsehaut-Feeling, so einen Lauf machen zu dürfen, zu können
und mit den anderen zu erleben. Da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Und wenn er nachher drunter steht Platz 7, 17, 77 oder Platz 1, das ist nicht wichtig. Wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, Platz 1 ist mir nicht lieber als Platz 77. Aber das allein ist es nicht. Wenn alles zusammenkommt, ist gut. Wenn es aber Spaß gemacht hat, ohne Ende, und ich echt nach Hause komme und meiner Tochter und meiner Frau erzählen kann, was ich, wenn ich schon nicht zu Hause bin, in der Woche, wo ich weg bin, für einen riesen Spaß gehabt habe, damit das Ganze auch einen Sinn macht, dann bin ich happy und dann ist alles gut. Wenn ich nach Hause komme und sage, ich habe Platz 3 gemacht, hat aber keinen Spaß gemacht, dann fragt mich meine Frau mit Recht, ja, warum bist du denn weggefahren? Dann genieß es doch wenigstens. We are crossing rivers and there is very muddy. So my strategy was to be one of the first going over the river, because it will be more muddy for the people who is coming behind, and it's going slower and slower for the people behind. So I was second over it, and it was something that helped me a lot. Will become a TV star in Germany. But you were no. Your very best friends. Okay. Oh. Shit. Oh. Das passiert, das it happens. We lost the way. Yeah. It's not that much. Okay, between. Yeah. CP3. Oh no! Yes. CP2! CP2! Oh yeah! Wir machen das klar. Ja, und so sind wir da. Wir machen das klar. Wir machen das klar. Wir machen das klar. You want to wash your head or not? No. No?
heutige Tag war brutal heiß. Man spricht ja von 50 Grad, die man gemessen hat. An sich klar die heißeste Wüste der Welt. Ich war in anderen Wüsten schon zuvor, aber so eine Hitze habe ich überhaupt noch nie erlebt. Es ist echt einfach eine beeindruckende Hitze und eine beeindruckende Landschaft. We knew we were coming to the hottest place on earth, but this is something else. I've run in deserts before, but this is wow. This is crazy. Zwischendurch sind wir über eine Vulkanplatte gelaufen. Da kommt die Hitze auch noch von unten raus. Hier hat es keine richtigen Vulkane, aber es gibt diese Vulkanhochebene. Das heißt, wir sind jetzt bei über 50 Grad und wir haben keinen Wind mehr. Wir haben keinen Wind mehr. Und das ist jetzt echt anstrengend. Die ersten Crewmitglieder fallen aus. Das sind Jungs hier aus der Gegend, die mit Hitze vielleicht noch besser umgehen können als wir Mitteleuropäer. Die haben auch eine anstrengende Arbeit, das ist klar. Wir Läufer haben aber auch eine anstrengende Arbeit. Das zeigt halt einfach, das zerrt an allen und diese große Hitze ist wirklich mörderisch. Das ist so heiß, dass sogar unsere Kamera hier blinkt und sagt, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, weil die Temperatur von 50 Grad überschritten ist, unter der ich normalerweise arbeite. Aber so ist es halt. Chose her as her free to run ambassador. It was because of something that she had inside. We don't pick people necessarily who are the best sportswomen or the best sportsmen. We pick people who really have a passion and a drive, and really just believe in equality between men and women and want to show that through sport. I think this is my 10th multi-stage race, and the temperatures that we experienced were more extreme than any other race I've done in any part of the world. And seeing Masa rebound day after day is something I've never seen in anyone else, including myself. So I think I learned a lot from her.
was so much more than a race, and I saw that in Masa every day. She struggled and overcame things that no one else would have overcome. When Masa, the Iranian lady, met the Iranian authorities after the stage three, because that moment was the moment that no one now in Iran can tell we didn't know that men and women were doing something together, you know? That is something official, is this. Ich denke schon, das ist ein historischer Ultramarathon in Iran. Sie wollen weitermachen, das ist schon ein Vorteil. Ich denke, das geht weiter gut. Women had the same power like men. No difference between men and women. Equality between men and women. Of course, all of the time, the women and men can help to each other for reaching a aim. Great champion from Germany. He's the leader from the live short version of the race. Thank you very much for the invitation to your country. We visited Kermat, the historic bazaar, and the historic bars, contact with the people in Kerman, they helped me. They realized that we are tourists and they came to us. ما توریست هستیم اومدن helped us and showed us special places مکانه خاص رو خود مردم نشون رو میدادن they were very friendly to us and happy خیلی مهمان آواز بودن و از اینجا خیلی خوش wir haben überraschend Besuch gekriegt vom Kultusminister, vom Gouverneur dieser Region, noch ein Deputy, der wahrscheinlich hier der oberste Chef für die Sicherheit ist, eine Dame, die für die Gesundheit in der Region zuständig ist. Also es war jetzt quasi die halbe Regierung hier zu Besuch, um zu sehen, was hier passiert und uns vor allem zu fragen, ob wir zufrieden sind, wie wir hier laufen können und die Gastfreundschaft und ob die Organisation perfekt ist. Und das haben wir wahrheitsgemäß beantwortet, weil wir uns alle sehr wohl fühlen und freuen uns natürlich auch, dass wir die kleinen Läuferlein aus der ganzen Welt dann auch so eine Wertschätzung durch die Offiziellen der Region haben. Das hat man nämlich immer in der Welt. Das ist ja schön, wenn wir kooperieren. Wir haben was davon, weil sich in kleinen Stücken neue Länder für uns auftun oder neue Wüsten, wie das jetzt hier gerade passiert. Und vielleicht hat der Iran auch was davon, dass mehr Gäste ins Land kommen und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern noch intensiver wird, als sie in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht war. Das wäre ja schön. Morgen haben wir das Vergnügen der ganz langen Etappe. Wir gehen eine Stunde früher raus, weil es sehr, sehr lang werden wird. Und ich freue mich schon wie ein kleines Kind drauf, weil das ist immer der spannendste Teil des Rennens, wenn es so richtig lange wird. Wenn man da vielleicht 15 Stunden, 12 Stunden unterwegs ist in so einer Region, ich habe eigentlich ehrlich gesagt keinen Plan. Ich werde an sich losgehen, wie immer. In der Früh ist es besser zu laufen, weil es noch kühler ist. Wir starten um 5 in der Früh. Was ja zeitig ist, wahrscheinlich kann man 3-4 Stunden gut laufen und dann werde ich versuchen, durch den Tag zu kommen, durch die Hitze zu kommen und ab 4-5 am Nachmittag wird es dann wahrscheinlich wieder besser gehen. Ich werde es einfach ausprobieren, wie ich mich fühle, wie es mir geht und dann schauen. So, ich gehe jetzt was essen, dann geht es ins Bett und dann geht es um 5.30 Uhr raus.
Am ersten Tag habe ich seltsamerweise ganz viel an meinen Vater gedacht, der 1992 verstorben ist. Und es war ja keine ganz einfache Geschichte, weil er war Alkoholiker und leider, wenn er besoffen war, weil er auch noch dazu Tabletten genommen hat. Unberechenbar und aggressiv. Und das ist für kleine Kinder natürlich schwierig, wenn die ihren Vater mögen, aber nicht wissen, in welchem Aggregatzustand er ist und ob das gleich wieder scheppert hier. Und da habe ich dann 92, das ist wirklich schon irgendwie paar 24 Jahre her, da habe ich echt viel drüber nachgedacht. Und so ein Stück weit auch seltsamerweise nochmal mit ihm gesprochen und nochmal so ein bisschen abgeschlossen. Das ist ganz komisch, vollkommen grundlos, keine Ahnung. Eigentlich bin ich klar oder sind wir klar, trotz der schwierigen Vergangenheit. Und so Dinge passieren dann. Das heißt, auf der einen Seite habe ich brutal viel Spaß und bin glücklich ohne Ende. Aber zwischendurch habe ich auch echt die Dramen. Aber nicht als Problem, dass ich unglücklich bin. Also, ich denke dann an meine Tochter und das ganze Glück und auch Unglück, das wir gemeinsam haben, weil sie krank ist. Und da laufe ich manchmal wirklich durch die Wüste und bin mal gepflegt 5 Minuten am Heulen. Wir sind auf dem zweiten Teil der langen Etappe. Ich humpel ein bisschen, also beim Laufen, beim Gehen geht es jetzt. Ich bin am Checkpoint 2, bin ich fast länger stehen geblieben. Habe mich mit ein paar Ole unterhalten, der da gerade versucht hat, ein Nickerchen zu machen, was dann natürlich nicht geht, wenn ich mit ihm rede. Und danach wollte ich loslaufen, ging gar nicht. Und dann bin ich echt gehumpelt, wie Dr. House, nur ohne Stock. Und das ist das, was ich befürchtet habe. Das heißt, es nimmt jetzt mit dem Knie zu, weil es klar ist, heute sind wir bestimmt 7 Stunden unterwegs am Stück und das läuft dann halt heiß. Das heißt, ich muss jetzt mehr Gehpausen einlegen, als ich eigentlich will, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Das schont das Knie und ich habe auch gleich mehr von der Landschaft. Das Wasser, das wir trinken, hat gefühlte 75 Grad. Das ist eigentlich so kurz, wenn ich mit mir einen Tee gemacht habe und der hat 5 Minuten auf dem Schreibtisch gestanden. Das ist das Wasser, das wir hier kriegen, weil es halt nicht anders geht, weil das Wasser wird natürlich so heiß wie die Luft. Ich bin gerade the luckiest man in the Western World, wollte ich gerade sagen. In the Eastern, in the Orient. I'm the luckiest man in the Orient with this bottle of cold water. Was ist denn normalerweise am schwierigsten in der Wüste? Der erste die Tag. Weite, die Stille, also die Psyche oder die Anstrengung? Wir haben 55 Grad. Ich glaube, du hast sie jetzt auch nicht mehr alle. Ne? Wir sind total am Ende. Und du, die Weite, die Psyche, meine Psyche ist eh schwierig. Das ist ja ganz egal, ob hier oder zu Hause. Frag mal meine Frau. Ich bin Psyche pur. Die Weite ist schön, wobei jetzt hier gerade so Weite nicht ist, aber Weite mag ich. Ich mag es ja, bin ja nicht so ein kontrollierter Mensch und bin auch nicht so gerne eingesperrt. Ich war schon immer gerne draußen. Deswegen ist Weite immer gut. Stille, ja, wir labern ja die ganze Zeit, ist ja auch nicht wirklich still. War sonst noch was? Habe ich vergessen. Oder die körperliche Anstrengung. Die ist teilweise abartig bei diesem Rennen. Aber wegen der Hitze, mal irgendwie eine Runde 200 Kilometer laufen gehen, ist ja nach all den Jahren nicht das Problem. Aber da das, auch wenn man es mir nicht glaubt und wenn ich hier gerade auf dem Zahnfleisch gehe, weiterhin schön ist,
ist das mit der Anstrengung dann nicht so schlimm. Wenn es jetzt blöd wäre, weil es ein blödes Rennen wäre, dann wird mir die Anstrengung schon megamäßig auf den Nerv gehen. Aber da ich das hier genial finde und es mich glücklich macht, ist mir das mit der Anstrengung egal. Das Knie ist im Eimer und ich kann nur noch gehen. Aber es ist auch wurscht. Ich bin glücklich. Wie ich schon sagte, eben luckiest man in the Orient. Den Rest aller deiner Fragen habe ich vergessen, weil ich jetzt... was hatte ich nochmal? Also Hitze hatte ich. Das Einzige, was mir fehlt, ist Kälte. Wenn ich nach Hause komme, werde ich mich mit Sicherheit 3 Tage lang in den Kühlschrank setzen, die Tür von innen zumachen und keinen reinlassen. Das ist ein gutes Konzept. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin echt am lecklichen Arsch. 50 Kilometer, Temperaturen abartig. 50 Grad noch was. Das ist das Heißeste von allem. Kaltes Wasser. Cheers. Boah, ich kann nicht denken, ich habe gerade eine Taube gesehen, mitten in der Wüste. Das ist auch cool. 50 Kilometer, ich bin vollkommen fertig. Irgendwo bin ich mal runtergefallen, gestolpert, wie dieser chinesische Philosoph, dessen Name mir bei der Hitze jetzt auch nicht einfällt, schon sagte, Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel. Irgendwo lief ich bergunter und irgendwo bin ich hängen geblieben und bin so elegant gefallen wie ein Türrahmen. Haben wir dabei ein bisschen das Bein verdreht. Natürlich an dem Bein, wo das Knie eh schon im Eimer ist. Do you need a water? What? No, thank you. No. Just I'm coming to you in a minute. Just some cool water to drink. I'm fine. And this cool. This cool, super. I'm fine. No problem. Okay. Ja, die guten Nachrichten. Es ist schön. Ich bin jetzt nur gerade fertig. Mehr kann ich jetzt gerade nicht sagen. We had some critical moments, many, but at the end we managed it in a good way, and I think that the runners were never felt in bad moment, you know, because we are always supporting them also really in critical condition, because we didn't realize that the weather condition were like this. It was that we expected the temperature 10 degrees less than this, and it was completely different. Oh, the best. It's wirklich was da. Hier ist er. Nein, hier. Ja, no problem. What do you do? Yeah. Okay. So, okay. Merci. Da. Okay. You okay? Take off your T-shirt. No. No? It's not allowed in Iran. No. No. Oh, you have to keep the tradition also in the desert. There's no tolerance, no way. No. Okay, take off your T-shirt and cooling. Mind. It's expernix, you know. It's more fresh if you have a T-shirt on. Yeah. No, it's professional. Yeah. Yes. Yes. But you can try my T-shirt if you want, and you will feel the fresh air. Okay. When I was coming down the hill, I fell, and then when I stood up, I can't bend my leg. I can't move my hip. Yeah, your hip. I locked like this. Dankeschön. Thank you.
Der Doc hat mir heute, weil ich so lieb bin, der Doc mir heute eine kleine Flasche Cola gegeben. Eisgekühlt. Eine eisgekühlte Coca-Cola in der Lutwüste bei 55 Grad. Da geht dir das Herz auf, das glaubst du gar nicht. When the last runner arrived at the camp in the long stage, it was incredible for me because it was really a very long day for me, very long. And to know that all the people were safety, you know, that stage was, the temperature was so high, it was for sure more than 50. Someone said that it was 61. I'm not sure about that, but anyway, it was very hot. At the end, I was really crying for this. Bei der langen Etappe gab es einige Ausfälle. Laura, die italienische Läuferin, die geführt hat, hat sich irgendwann ihre Rettungsaludecke ausgezogen und hat sich die über den Kopf und um die Schultern gemacht, weil die Sonne nicht mehr zu aushalten war und ist dann echt wie so ein Weihnachtsbaum durch die Wüste Lut gewandert. Selbst die Off-Tage sind nicht mehr zum Regenerieren. Du bist ja 24 Stunden in der Biosauna. Wenn du sonst mal in die Biosauna gehst, dann bist du, da schläfst du mal ein, da bist du vielleicht einmal eine Stunde drin, wenn es so gelaufen ist, ne? Aber dann gehst du wieder nach Hause. Ich hatte Gummibärchen dabei, die sind aber bei der Hitze hier geschmolzen, die Gummibärchen. Ich glaube, habe ich gesehen, ja. Also klebriger auch. You work for Haribo oder was? Die Gummibärchen sind mittlerweile geschmolzen. Es ist der Hammer. Es hat ja auch nachts irgendwelche 40 Grad. Wir reden ja die ganze Zeit von Temperaturen. Wir reden nicht nur darüber, wir fühlen sie auch. Wir haben sie heute gemessen auf zwei verschiedenen Uhren, um sicher zu sein. Wir haben die eine Uhr zeigt 55 Grad an, die andere 56. Temperatur in 1,50 Meter Höhe. Die beiden Uhren zeigen am Boden an 64 Grad und 65 Grad. Also wie schon erwähnt, es ist warm. Ja, gut, ja, okay. Unglaublich schön, ein unglaubliches Vergnügen und so eine Genugtuung. Und ich habe auch so viel Zeit zum Nachdenken und Reflexionen und Sachen, die mir da in den Kopf kommen. Es ist auch für mich selbst unabhängig vom Laufen und vom Ergebnis, es ist eine wunderbare Zeit hier draußen. Thank you.
it's an incredible place to run through. Es war das irrsinnigste Abenteuer, das ich je hatte, weil ich bin schon in Hitze gelaufen, aber das hier toppt alles ohne Ende. Unglaublich. Unglaublich schön, unglaublich heiß. Sehr, sehr glücklich hier gewesen zu sein und das hier 200 Kilometer lang testen zu dürfen, aber auch genießen zu dürfen für mich. Da bin ich ja Egoist irgendwie. Es war ein ganz großer Traum, der jetzt morgen zu Ende geht und dann gibt es noch die Finishline und dann werde ich mich wahrscheinlich 3 Tage im Kühlschrank setzen und, wie schon mal erwähnt, auch keinen mehr reinlassen. Ich halte einfach von innen die Tür zu und warte ab, bis sich meine Körpertemperatur wieder auf erträgliche 36,8 reduziert hat. Ich freue mich über das heute und auch über das morgen und wenn die Finishline da ist, dann bin ich gleichzeitig glücklich und traurig. Werde mal beim Hersteller anrufen, in der Marketingabteilung, in der Produktion, und sagen, ich hätte ein ganz neues Konzept für Gummibärchen unter Extrembedingungen. This was really my holiday because I'm addicted to this thing. So I'm really looking forward to the next race to do such a big and great experience as this. So I cannot do anything but thank the Iranian team and thank our team and thank all the runners and we had great time. In the end, it was like since it wasn't a race with hundreds of participants. We had this family feeling and it was really, really the nicest thing. And I think I made some real friends that will stay with me for a long time. Because after this, I hope we have many, many participating women in the marathon or ultra marathon. Masai is truly a unique woman. You know, through this week, we've become I think friends for life. You can't go through an experience like this and you know, forget about a person. You develop a very strong bond. I'm really quite honored and blessed to have spent this week with her. Yeah. Crazy, crazy.
They go home and they know that they are a finisher of their very hard and very tough race, you know? And that is what they want, because they go home and they can say, okay, I run in the 60 degrees, 250 kilometers, and they are now much more powerful. Unbelievable. Just, I've never seen a desert like it. Macht's gut. Ich bin im Kühlschrank. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.